Der vom Abstieg bedrohte SC Freiburg von Beginn an respektlos. Gerade mal 9 Minuten waren gespielt. Kobiaschwili zum 1:0 für den Gastgeber. Doch die Antwort von Borussia Dortmund ließ nicht lange auf sich warten. 15. Spielminute, Evan Nilsson zum 1:1 Ausgleich. Für den Negativhöhepunkt in Hälfte 1 sorgte Jens Lehmann mit dieser Tätigkeit gegen Koulibaly, die jedoch ungeahndet blieb. In der zweiten Halbzeit erhöhte Dortmund den Druck. Die Folge, das 2:1 durch DD in der 64. Minute. Nur 2 Minuten später, Freiburg konzeptlos. Amoroso nutze dies zum 3:1. Borussia Dortmund spielte jetzt wie im Rausch. 69. Minute, Jan Koller zum 4:1. Und Koller war es auch, der den Schlusspunkt setzte. Das 5:1, 20 Minuten vor dem Ende. Dortmund bleibt damit weiter an Leverkusen dran.